Helga Hornung und Philipp Reisacher sind ein Künstlerpaar, deren Lebensmittelpunkt inzwischen in Ottobeuern zu finden ist. Der frühere Bürgermeister von Ottobeuern, Bernd Schäfer, sagt dazu: Mit den Bildern von Helga Hornung haben wir die Möglichkeit, Marken des Glücks als Wegweiser in unsere Zimmer zu holen, die uns an die Schönheit des Lebens erinnern, wenn wir Gefahr laufen, sie zu vergessen. Und der jetzige Bürgermeister German Fries ergänzt: An erster Stelle darf ich natürlich die Partnerin und Künstlerin Helga Hornung begrüßen. Lange Jahre an deiner Seite, Philipp, und mit Sicherheit auch maßgeblich an vielen, vielen Dingen beteiligt. Philipps Landschaftsbilder sind durchwegs Oden an die Natur. Es ist die Schönheit der Harmonie, der Farben, der Motivauswahl und der Stimmungen. Philipp denkt immer vorwärts und nicht rückwärts. Beide sind sie freischaffende Künstler seit den 70er Jahren. Zahllose Ausstellungen haben sie seitdem bestritten, Bücher illustriert, weiträumig hängen ihre Werke. Nach ihrer Zeit in München haben sie sich im Heimatort von Philipp Reisacher niedergelassen, in Ottobeuern. Hier bot jetzt der zweite Tag der Kunst dem Künstlerpaar und 15 weiteren Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke museal zu präsentieren im Museum für zeitgenössische Kunst Dieter Kunert. Gerlinde Berger, Angela Eberhardt, Helga Hornung, Otto Kinzer, Pitt Kinzer, Carmen Kirkpatrick Russ, Karl-Heinz Kloß, Dieter Kunert, Angela Lohr, Philipp Reisacher, Elisabeth Schickling, Erich Schickling, Rita Schindele, Anja Schürner, Dieter Serfas, Horst Wendland, Rosa Zahn, Julia Zuchtriegel. Augenzwinkern, sagte ein Bewunderer unlängst. Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine legendäre Künstlerkolonie in Worpswede. Heute scheint das in Ottobeuern so zu sein. Und das ist der Raum von Helga Hornung links und Philipp Reisacher rechts. Thank you.
Am 6. und 7. November fanden parallel zur Präsentation im Museum in 12 weiteren Stellen im Ort Ausstellungen statt, zum Beispiel ein Avogadre-Konzert. Karl-Heinz Kloß und unser Künstlerpaar präsentierten weitere ihrer Werke in der Hatzlmühle in direkter Nachbarschaft des Museums. Thank you.